Yo, Peace Leute, was geht? Hier wieder auf meinem Kanal Steve's Game Kitchen. Heute sind wir in Passau und Ehrengast ist heute auch dabei. Es wird wieder einer dieser Videos mit den zwei üblichen Verdächtigen. Jawohl. Und ja, wir schauen uns diese Stadt an. Und ja, schaut auch meine ganzen weiteren Videos an, die ich letztens gemacht habe. Eibsee oder Salzburg, alles frisch draußen. Und ja, jetzt zeigen wir euch hier ein bisschen die Stadt Passau und seid auf jeden Fall gespannt. Auf unseren Touristenurlaub hier in Passau. Jawohl, Mann. Ja, auf jeden Fall schauen wir uns die Stadt an und vielleicht gehen wir dann noch an dem Fluss so vorbei. Ja, schauen wir mal. Also bis jetzt gefällt es uns, aber jetzt laufen wir erstmal weiter rein und ja. Das ist jetzt bloß der Anfang halt eben. Also es ist auf jeden Fall im ersten Moment ein guter Eindruck hier in dieser Stadt halt. Aber ja, wie schon der Kollege gesagt hat, jetzt schauen wir uns das erstmal in Ruhe an und dann können wir euch noch weiter berichten. Genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt und auf jeden Fall, seid auf jeden Fall gespannt. Und ich bin auch gespannt. Ja, wir finden diesen Skelett hier ganz lustig da oben. Und ja, aber wir gehen jetzt nicht in die Losteria rein. Aber ja, wir haben ja jetzt bald Halloween. Ganz lustig gemacht, ja. Passauer Tauben und schon sind sie weg. Donau Center. Also wir schauen jetzt, dass wir ein bisschen weiter zum Fluss gehen, dass wir da noch einen Blick haben. Und ja, ansonsten trinke ich halt hier noch schön mein Bier aus. Und auf jeden Fall da oben, tu mal die Kamera mal umschwenken. Jawohl. Da oben dieses Haus. Ja? Ich denke mir da so, wer will da ein bisschen wohnen? Und das schaut schon geil aus, aber... Ja, ich denke, das, also wenn es jetzt kein Hotel ist, sondern nur ein bewohnbares Haus, denke ich schon, dass es sauteuer sein wird. Aber die Leute, da werden bestimmt ältere Leute leben, die das Haus schon vielleicht vor Ewigkeiten abbezahlt haben, die jetzt das Glück haben, weil in der heutigen Zeit hier ein Haus am Berg, vor allem Passau, ja, das ist schon nicht ohne. Ja. Ja, Mann. Also gut, dann sehen wir uns wieder weiter vorne. Und ja. Klasse. Das sieht so schön aus. Ja, Mann, Passau, gibt euch, wie schön das hier ist. Und hier ist auch ein Schiff. Da steht Basel drauf. Wir vermuten, dass dieses Schiff vielleicht von der Schweiz gebaut worden ist. Wir wissen das nicht. Aber vielleicht steht da auch nur so Basel drauf. Also anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber egal. Auf jeden Fall sehr schöne Stadt. Ja, und jetzt werden wir weiter Richtung Zentrum reingehen. Ja, und dann gucken wir einfach weiter. Ich habe mich jetzt da ein bisschen verlesen.
man könnte ja schon leicht das Illuminatik verlesen und das als Illuminati assoziieren. Ja, klar. Okay, wir laufen jetzt in die Stadt wieder vor und dann sind wir eigentlich auch schon mit dem Video langsam fertig. Gell, mein Freund? Das ist ein kurz gehaltenes Video, aber wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Eindrücke sammeln können. Also jetzt das Flüsse-Dreieck da war schon ganz super, aber ja, was soll ich noch dazu sagen? So, ja genau. Abonnieren, liken. Quackbach Hood Story, folgen auf Instagram, TikTok und ja, da wisst ihr Bescheid. Neuesten Sachen auf, aus Ansbach in dem aktuellsten Stand. Schau mal, da ist die Toilette. Das ist auch schon chillig hier. Was. Wieder dieses Gesicht. Ja, Mann, dieses Gesicht ist überall auf dieser Stadt gesprayt. Edeka Lebensmittel kaufen. Quackbach Hood Story. Quackbach Hood Story. Das ist ja geil hier. Das ist echt krass. Das ist echt geil, das Mann. Das ist echt krass, Mann. Das ist ein richtig. Das ist ja so ein richtiger Oldschool-Edeka. Das ist ein richtig verzwickter Edeka, Mann. Den haben wir jetzt einfach random. Wir haben gedacht, irgendwie, das ist jetzt irgendwie so eine Metzgerei oder eine Bäckerei, aber das hat sich jetzt einfach als. Also, Kollege. Als Bäckerei von Edeka getan. Also, Kollege, hier ist das Bier, ne?
das Allerwichtigste, was haben wir. Ja, Mann. Aber ich möchte Dosenbier, wenn ich eigentlich kann. Willst du noch? Ja, klar, für mich noch. Ja, klar. Ja, klar. Ey, die haben sogar Barzi-Cola. Das ist geil. Was ist das? Barzi-Spezi. Die habe ich schon mal probiert. Das ist echt gut, Mann. Also für uns beide auf der Rückfahrt müsste das vollkommen langen. Bitte nicht nachmachen, das ist kein Alkoholiker-Content. Danke. Und auch zu meiner Verteidigung, das, was wir tun, ist für Leute, die ab 16 sind. Ja? Das genussvolles Trinken ab 16, das gilt auch für die Leute an YouTube. Dieses ländliche? Ich weiß nicht. Passau Clemens. fuck. Das erinnert mich an dieses ländliche wie damals bei Tizi und so. Auf zur Kasse. Also, ihr habt es gesehen, richtig cooler Edeka hier. Der sieht so aus. In der Winterzeit nur bis 13 Uhr geöffnet. Richtig oldschool hier in Passau in der Innenstadt. Sau cool. Sagt auch was. Ja, der war echt cool. Also, sowas findest du halt nicht alle Tage. Also, bei uns in Franken auf jeden Fall nicht. Ist die Giesel. Er meint das Schiff. Gisela. Gisela, das Schiff. Bei der Donau-Schiff war Wurmen. Ja, Mann. Nö. Okay, meine Freunde, das war's schon. Passau Stadtrundgang mit Quackbach Hood Story. Es war kurz und schmerzlos, aber ich hoffe, das hat euch gefallen. Liken, disliken, abonnieren, deabonnieren, keine Ahnung. Ich habe jetzt seinen Part übernommen. Jawohl, ihr habt's gehört. Also dann.